Moin Moin Freunde, seit letzter Woche läuft ja auf Netflix die Serie Wir sind die Welle und die natürlich mit hochmodernen Themen euch ansprechen will, mich natürlich auch, und natürlich dazu hat die einen hohen Binge-Watching-Faktor, finde ich, und natürlich habe ich gedacht, in diesem Video werde ich so ein bisschen eine kleine Kritik, ein Ende erklärt und wie geht es weiter verein. Also legen wir auch los mit diesem Video und beginnen mit der spoilerfreien Kritik, also später kommt der Spoiler-Alarm, aber erstmal legen wir jetzt los, oder? So. Ja, die Idee der Welle ist ja nicht neu. Also ihr kennt ja auf jeden Fall die Buchvorlage, den Roman, und natürlich wurde diese ja verfilmt mit Jürgen Vogel, also wisst ihr, es ist halt nichts Neues. Ja, hier sehen wir eine Serie, die wirklich mit hochmodernen Themen einmal das Thema anspricht, wie zum Beispiel Rassismus, wie Mobbing oder bis hin zum Faschismus, Nazitum, bis hin zur Nachhaltigkeit, da wird alles angesprochen in dieser Serie. Und sie möchte natürlich einfach mal einmal vorweg, möchte sie provozieren. Das ist klar, sie möchte provozieren, und man muss aber ein bisschen aufpassen, dass sie nicht so, wie ich das ja so ein bisschen in den Kommentaren gelesen hatte, bei anderen Leuten oder es gab ja schon Kritiken, dass das so ein bisschen in dieses linke Faschismus da reingeht. Also ich finde, das ist eigentlich nicht so das Zeichen, was mir die Serie vermittelt hat. Die vermittelt mir eigentlich was anderes. Da komme ich aber später zu. Das Ding ist aber, dass die natürlich gängige Klischees anspricht, was ich gar nicht schlecht finde. Und das ist schon mal so ein Pro-Punkt. Deswegen kommen wir auch erstmal zu den Pro-Sachen, was ich an dieser Serie gut finde. Die Wir sind die Welle hat eine sehr gute Kameraführung, hat einen coolen Look. Also man sieht immer so Einblendungen, gerade so, wenn man auf dem Handy rumtippt, Social Media und so weiter, an der Wand. Das fand ich ziemlich cool gemacht. Die schauspielerischen Leistungen sind auch eigentlich ganz gut von den jungen Darstellern. Muss ich ja einfach ganz ehrlich sagen, für eine deutsche Serie haben die das gut umgesetzt. Und so auch das Storytelling, die Story an sich, wenn man nicht immer klar jetzt die ganze Charaktertiefe bei jedem machen kann, aber die fünf Hauptcharaktere, die Protagonisten, finde ich eigentlich, wurde mal schön, dass die wurden ins Licht schon gerückt, aber man kann natürlich gespannt sein, wie es vielleicht weitergeht. Aber da komme ich ja später dazu. Ja, was finde ich so ein bisschen schlecht an dieser Serie? Eigentlich nicht viel, aber ja, so ein bisschen Folge 5 bis 6 ist das so ein bisschen, ja, nicht abgeflacht. Da wollten sie zu viel und natürlich zum Ende kommen. Ne? Sie wollten nach 6 Folgen, vielleicht hätte man das so ein bisschen ausdehnen können, nochmal mit einer Folge mehr oder zwei. Ich verstehe auch nicht, warum man immer so eine Miniserie macht. Natürlich will man vielleicht mal gucken, wie ist der Zuschauer, was wollen wir da weitermachen. Lohnt sich eine zweite Staffel? Das denke ich mal, das wird wahrscheinlich die Methodik sein von den Regisseuren oder den Drehbuchautoren. Natürlich ist hier so ein bisschen der Punkt, was man vielleicht als Manko sehen kann, dass es natürlich eine fiktionale Serie ist ja klar. Und dass man das natürlich nicht in das Reale, in diese reale Welt einführt. Ich sag ja vorhin, dass sie nicht anfängt damit Vandalismus und irgendwelche Sachen beschmiert oder weiß ich was. Sie zeigt ja schon auf jeden Fall, dass man da was vorsetzen soll. Man soll irgendwie dann Schlussstrich machen. Man sollte natürlich, klar, das ist ja das Thema um Fridays for Future, dass man natürlich sagt, okay, kein Plastik, Nachhaltigkeit, dass natürlich auch das Denken der Leute, der reichen Leute oder so weiter, nicht mehr halt so ist. Ja, und es ist natürlich, es weicht natürlich enorm von dem Buch ab, muss ich einfach so ganz ehrlich sagen, oder mit dem Film hat es ja nicht mehr zu tun, macht aber jetzt wirklich keinen Beinbruch, und ich würde der Serie eine Wertung von 8 von 10 geben. Finde ich gerecht, weil, wie gesagt, ich habe die echt schnell durchgeschaut, hatte Bock drauf gehabt und habe wirklich Spaß gemacht. Das könnt ihr mal schon mal in die Kommentare schreiben, wenn ich es weitermache, mit dem Ende erklärt. Wie ihr die fandet, ne? So, legen wir los. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu dem Spoiler-Alarm-Teil. Ne? Was ist überhaupt, wer ist die Welle? Was ist das überhaupt? Das sind natürlich die Hauptprotagonisten Lea, Hagen, Tristan, Sassi und Rahim. Nach ihrem letzten Coup, was sie ja gemacht haben, um die reichen Leute auf einer Veranstaltung aufzumischen, ja, und einfach der Social-Media-Welt zu zeigen, wie eklig diese Menschen sind, fliegen sie durch die Security auf. Natürlich wird dann die Polizei mit dem jeweiligen Kommissar eingeschaltet und nun wird die Welle gejagt. Es kommt zur Flucht durch einen Wald und über eine Autobahnstraße wird nämlich Lea von dem Kommissar angeschossen. Schließlich wird dieser vom Dienst suspendiert. Die Gruppe zerteilt sich, aber für Tristan, Hagen und Sassi ist noch nicht Schluss. Sie wollen eine Waffenfabrik in die Luft fliegen lassen, weil das hat einfach einen Rückblick natürlich. Ihr wisst ja, Tristans Mutter ist durch, sie war da im Sudan gewesen und sie wurde erschossen bei ihrer Tätigkeit als Botschafterin für diese armen Kinder, und durch diese
Waffen wurde sie halt erschossen. Natürlich ein falsches Zeichen meiner Meinung nach, was die Welle ausmacht. Alle drei können in das Werk gelangen, aber der Kommissar kann sie bei der Tat überwältigen, dass somit keine Bombe gezündet wird. Aber da hat er die Abrechnung nicht mit der Welle gemacht. Diese erscheint nur mit Lea und ganz viel im Schlepptau und zeigt mit einer nachgestellten Performance ein Zeichen. Also die haben da, wie gesagt, sich hingestellt, alle hatten sie weiße Anzüge gehabt, Orahim war dabei gewesen und natürlich auch, ja, alle waren da, außer Sassi ist nach Hause gegangen. Und sie haben sich dann halt mit, weiß ich nicht, haben natürlich, wir sind die Welle, wir sind laut, wir sind viele. Da haben sie halt ein Zeichen gesetzt zu der Presse hin halt und haben dann vor diesem Waffenwerk, haben sie dann halt sich da mit Ketchup-Pistolen, sag ich mal, abgespritzt. Das sollte halt das Szenario darstellen. Das war so ein bisschen das Ende. Und natürlich danach ist das Ende, es wurde ja alles übertragen. Und man sieht dann halt auch diese NFD, was so ein bisschen der AfD-Abklatsch ist, dass wir natürlich jetzt so gesehen die Stadt aufmischen müssen. Ja, danach gibt es halt einen kleinen Cliffhanger und dann ist Schluss. Darum kommen wir auch natürlich zu der Sache, wie geht es weiter? Was soll mir das Ende jetzt so gesehen bringen? Was soll es mir halt sagen? Ja, wie geht es jetzt weiter? Das endet hier so eine Fortsetzung an. Alleine schon durch diesen kleinen Cliffhanger, weil noch einiges unklar scheint. Kommen wir zum Punkt NFD. Das Ende zeigt den Bürgermeisterkandidaten und seine Gefolgschaft. Das sind diese Schüler da, die wir mal gesehen haben in dieser Serie. Auch die Schüler, die halt rechts sind, waren in der Szene zu sehen. Er sagt selber, wir müssen die Stadt aufräumen. Für mich jetzt letztlich von selbst, ganz ehrlich, dass das die rechte Szene noch einen stärkeren Part in Staffel 2 einnehmen wird. Eventuell, weiß ich nicht, ob man sagen könnte, dass sie, weiß ich nicht, in diese Richtung dieser Diktatur vielleicht gehen. Was ja eigentlich die Welle ausmacht, dass man ja eigentlich ist es ja so, wie ihr das doch vielleicht noch nicht wisst oder so, das Buch ist ja halt ein das ist eine Schulklasse und der Lehrer sagt, damals war es halt natürlich so, im Zweiten Weltkrieg, Diktatur und ob man das heutzutage auch noch schaffen würde, das zeigt natürlich, sag mal, der Film, das Buch und so ist es ja hier nicht, aber vielleicht könnte es sein, dass sie es so hingedeichselt haben, der Drehbuchautor, dass die NFD vielleicht so ein bisschen an die Macht kommen möchte und dass sie das unterschlagen. Das wäre natürlich das Gute, sag ich mal. Das würde auch so das Zeichen widersetzen, was die Welle in dieser Serie ausmacht. Dann der Kommissar, der am Schluss halt so gesehen aufgeben muss. Wird er aufgeben oder weiter die Welle als Gruppierung jagen? Ich denke mal eher nicht. Also er wird vermutlich das alles daran setzen, sie zu jagen, um sie zu zerschlagen, um seinen alten Job wiederzubekommen, weil er wurde deswegen ja suspendiert. Und ich denke mal, um seine Familie zu retten, ist es vielleicht auch die richtige Richtung, was er vielleicht einschlagen möchte, weil seine Frau hat sich ja, will sich von ihm scheiden lassen und seinen Sohn sieht er ja wohl auch gar nicht, Polizist halt so ein bisschen in diese Richtung, auch vielleicht Klischee, aber trotzdem, das wäre wahrscheinlich das Motiv, was ihn vorantreibt. Dann haben wir noch natürlich die Welle, jetzt größer als 5 Leute oder war es nur das einzige Mal, dass man sagen kann, dass es vielleicht nur für diese Aktion war, was ich nicht glaube, ich denke mal, vielleicht schwappt das ja auch rüber weltweit, aber was ist natürlich mit Sassi, ist sie jetzt raus oder kriegt sie sich wieder ein? Ich denke mal schon, dass sie sich wieder der Welle anschließen wird, weil am Schluss saß sie ja bei den Opa und der fand das ja auch ganz gut. Die Leute soweit, die halt das im Fernsehen gesehen haben, fanden die Aktionen von denen ja immer sehr gut. Auch im Social-Media-Bereich, Hashtag wir sind die Welle. Und ich denke mal natürlich, dass sie sich da wieder anschließen wird. Ja, und das vielleicht, wie gesagt, dass das vielleicht mal mehr natürlich in Richtung der Welt vielleicht rüberschwappt, aber ich glaube, das wird zu extrem. Und dass sie natürlich, wie gesagt, ja auch die Diktatur der NFD unterschlagen, also zerschlagen wollen, was sie ja auch teilweise schon vor dieser Serie schon versucht haben oder gemacht haben. Sie haben ja diesen Bürgermeisterkandidaten zur Show gestellt mit irgendwelchen, weiß ich nicht, was da drinne war. Auf jeden Fall, ja, das natürlich, dass sowas ja in der Neuzeit nicht passieren darf, ne? So diese Diktaturgeschichte. Das könnte ich so sagen, wie das könnte so weitergehen. Ja, was sagt ihr denn dazu? Was meint ihr denn? Ist die Serie gut oder nicht? Oder ist sie dann vielleicht zu viel des Guten? Spricht die einfach euch nicht an oder so weiter? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich fand die, wie gesagt, gut. Ich habe ja eine 8 von 10 gegeben. Freue mich auf die zweite Staffel. Und ja, ich würde sagen, Leute, ne, wir sehen uns. Bis dann und ciao und bam!